Moin Moin und Weimannsheil. Kein Wald und kein Außenbüro. Viele werden jetzt einen Schock kriegen und fragen, was ist hier los? Ich bin kurz angebunden. Ich habe auch bin gerade die Tür rein, um das jetzt hier für euch aufzunehmen, weil ich direkt wieder weiter muss. Ich war jetzt 2 Stunden länger auf der Arbeit, als ich eigentlich geplant gewesen wäre, weil ich auf die Post gewartet habe. Die Post hat diesen Karton gebracht. Und der kommt von Merkel. In diesem Karton waren 2 feine Sachen. Ist quasi mein Weihnachtsgeschenk. Von mir an mich selbst. Wir haben zum einen den Merkel HLX-Schalldämpfer. Und des Weiteren haben wir das hier. Einen Wechsellauf. Der Lauf ist quasi identisch mit dem Lauf, den ich aktuell auf meiner Helix verbaut habe. Er ist kurz, er ist semi-weight, er ist kanaliert, er hat nun ein Gewinde drauf. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich jetzt den Standardlauf, den ich jetzt drauf habe, mit fester, offener Visierung, den von der Absäble für ein Gewinde, dann habe ich hier die Lötstellen, ich habe hier eine Kimme, die ich nicht mehr nutzen kann. Und ich glaube, ich habe einfach, wenn ich den jetzt verkaufe, habe ich einen Mehrwert davon, als wenn ich das Ding zersäbelt hätte. Aus diesem Grund gab es ja noch einen neuen Lauf. So, und der Grund, warum ich kurz angebunden bin, ist folgender. Wir fahren jetzt schnell zum Büchsenmacher. Ich fahre zu Kai. Bring ihm die Helix, bring ihm die Gläser, bring ihm Schalldämpfer, neuen Lauf, dass Kai das zusammensteckt und einschießen fährt. Und jetzt werden einige Leute sagen, Alter, bei der Helix legst du unten den Hebel um, ziehst den Lauf ab, steckst den neuen Lauf wieder drauf, machst den Hebel wieder zu, Schalldämpfer drehst du auf, machst deine Kontrollschüsse mit deinen Optiken und guckst, dass es alles gut ist. Ja, ist definitiv so. Der Laufwechsel und alles, das ist idiotensicher und ich bin auch imstande, eine Waffe einzuschießen. Wir haben aber halt hier immer noch mit Corona zu kämpfen. Und gerade so ein Büchsenmacher in Zeiten der Pandemie, der zumindest in Rheinland-Pfalz ist es so, sein Ladengeschäft nicht öffnen darf, nur seine Werkstatt offen hat, ich glaube, die leiden da ganz schön drunter. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist und Büchsenmacher Kai da nicht mehr da ist. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach um Supporten. Wie gesagt, wir könnten den ganzen Bums jetzt selbst machen, wir könnten dann ins Revier fahren, könnten das einschießen. Im Revier ist aber so viel los, wenn da dann 4, 5 Schüsse fallen, dann kriegt am Ende noch einer einen Herzinfarkt oder ruft die Polizei. Oh, das ist ja alles schon vorgekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und ich denke, gerade den kleinen Büchsenmachern tut es jetzt gerade ganz gut, wenn man bei ihnen machen lässt, was man bei ihnen machen lassen kann. Und ja, das ist mein Beweggrund, warum wir jetzt einpacken und zu Kai fahren. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Merkel Helix. Leeres Ersatzmagazin. Wir packen ein den Lauf. Wir packen ein den Schalldämpfer. Wir packen ein Drückjagdglas. Das kommt da in die Ecke. So, und jetzt gibt es ein bisschen Tetris. Derweil, die dicke Bertha hier, die muss da auch noch irgendwie rein. Ich glaube, wir machen das anders. Wir nehmen den Schalldämpfer raus und packen die da hin. So. Wird ein Schuh draus. Bertha kommt mit, weil die kriegt ein neues Reflexvisier verpasst. So, Munition. 308 Hit Short Rifle, 8,57 Hit ist dabei, kommt nicht mit in den Koffer, kommt in den Rucksack und auf los geht's los. Übergabe, erfolgreich, durchgezogen. War relativ problemlos, ich habe eben mit Kai telefoniert, was zu machen ist, welches Glas, welche Munition, wie eingeschossen werden muss. Tralala, tetra. Koffer abgestellt im Flur, der fungiert so ein bisschen als Schleuse. Kai macht das jetzt, nimmt die Waffen morgen mit zum Schießstand. Ich hole sie am Freitag wieder ab. Runde Sache. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Und ich werde dafür nicht bezahlt. Kai hat auch überhaupt keine Ahnung, dass ich euch von ihm erzähle. Aber Kai ist eine coole Sau. Kai hat Ahnung. Kai hat auch, was Ballistik und Munition angeht, echt was auf dem Kasten. Er hat lange Jahre in der Entwicklung von Munition gearbeitet. Und was ich an ihm am meisten schätze, als ich das erste Mal da war, wollte ich was haben. Und er hat gesagt, das brauchst du gar nicht. Du kannst doch das nehmen. Das ist viel günstiger und das passt besser. Und so Leute braucht das Land. Keiner, der dir irgendwas aufschwatzen will, nur damit er seinen Reibach macht, sondern er ist praxisorientiert. Und das finde ich an ihm gut. Wer also aus dem Rhein-Landkreis kommt und einen neuen Büchsenmacher sucht, Waffenlauf in Dachsenhausen. Es lohnt sich auch eine Fahrt dahin. Also ich fahre jetzt auch über 30 Minuten nach Hause. Das ist ein Ritt. Aber es lohnt sich. So, genug gesabbelt. Ich packe ein, fahre nach Hause. Freitag holen wir die Waffe und dann geht's im Wald weiter. Ja, ihr seht's. Ich bin nicht im Wald, ich sitze gerade am Rechner und bin das Video am Schneiden und mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, dass wir was ganz, ganz Wichtiges vergessen haben zu erwähnen. Passiert. Für uns ist es nämlich eine Selbstverständlichkeit und es ist einfach untergegangen.
Bevor Marius und ich Videos mit Schusswaffen drehen, vergewissern wir uns immer im Vier-Augen-Prinzip über den Zustand der Waffe. Das haben wir auch heute getan. Wie gesagt, einfach nur vergessen, es zu filmen bzw. es zu erwähnen. Die Merkel Helix, mit der wir jetzt in den nächsten Minuten hantieren werden, ist nicht geladen. Es befindet sich keine Patrone in der Kammer und auch keine Magazin. Und jetzt geht's weiter. So, Mittwoch hingebracht, Donnerstag wird alles gemacht, Freitag abgeholt und hier steht jetzt das neue Setup für die kommende Saison. Wir haben, wie eben schon gesagt, den Helix, den HLX-Schalldämpfer von Merkel verbaut. Ich habe von Schalldämpfern einfach keine Ahnung. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Hier, der hat mir besonders gut gefallen, weil es keine glatte Fläche ist, sondern du hier wirklich diese Einfräsungen hast, dass du greifen und drehen kannst. Und es sieht irgendwie schöner aus. Das ist aber Geschmackssache. Der zweite Punkt ist, dass der Schalldämpfer von Merkel in Zusammenarbeit mit B&T gebaut worden ist. Wir haben hier keine Dämmwolle oder andere Elemente verbaut, sondern Sternblenden. Das sind dreidimensional gefräste Teile. Das kommt eigentlich aus dem Behördenbereich. Und es wird damit geworben, dass man mit diesem Schalldämpfer auch beim Schießkino richtig Gas geben kann. Mit 30 Schuss sind angegeben. Und man erst danach auf Zimmertemperatur wieder runterkühlen muss. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten halben Jahres, wenn die Schießkinos wieder offen haben, auf jeden Fall mal testen. Der Lauf ist 1 cm kürzer als mein Alter. Der Alter hatte 52 cm, dieser hier hat jetzt 51. Die Besonderheit hierbei ist, ich schraube den Schalldämpfer gerade mal ab. So, ihr seht hier vorne zwei Pins und hier hinten einen Pin. Das ist nämlich ein Lauf mit einer abnehmbaren offenen Visierung. Sprich, wir haben hier unser Kornelement, was hier vorne drauf gesetzt werden könnte. Und wir haben die Kimme auch mit den Leuchteinlagen, wie auf dem alten Lauf, die hier hinten drauf käme. Ich teste das, wie schon oft gesagt, mit dem Schalldämpfer erstmal. Es kann auch sein, dass ich nach einem Jahr sage, die 10 cm, die wir mit dem Overbubble-Schalldämpfer vorne jetzt aufbauen, die sind mir zu lang und ich will wieder zurück. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, dann nehme ich den Lauf mit den Vorbohrung, dass ich wechseln kann. Oder du bist mal auf der Drückjagd, hast vom Stand aus gejagt mit deinem Schalldämpfer, musst noch auf eine Nachsuche, mache ich ja auch öfters, dass ich nach dem Stand dann noch mit Nico durch die Hecken klettere, da will ich keinen Schalldämpfer dabei haben. Das sind bei der Kimme hier oben zwei Schrauben, bei der Kimme eine Schraube und dann haben wir innerhalb von 2 Minuten und 3 Handgriffen eine super kurze, führige Büchse mit einer offenen Visierung, die man dann auch guten Gewissens mit durch die Hecken schwanzen kann. Ja, Schalldämpfer, wie gesagt, diese beiden Punkte. Ich verlinke euch das technische Datenblatt unten nochmal für diejenigen, die es interessiert. Und das war es eigentlich schon an Neuigkeiten. Nee, gelogen. Es gibt noch eine Neuigkeit. Das habe ich umbasteln lassen von Kai. Und zwar habe ich gerne, vor allem auf dem Schießstand, ein Zweibein montiert. Jetzt hatte der Speedster-Schaft an sich hier keine Riemenbügelöse. Die hat Kai mir gesetzt. Was aber sehr schön ist, das kann ich euch auch noch zeigen. So, und zwar seht ihr das hier. Hier vorne hat Kai jetzt die Riemenbügelöse hier unten angebracht. Und ihr seht, da ist schon ein Kanal. Also der Schaft hat keine Riemenbügelöse. Hier an dieser Stelle, weil er ja mit dem Push-and-Go-System arbeitet. Es ist aber super einfach nachzurüsten. So, das war, was neu gekommen ist. Schalldämpfer, Lauf. Riemenbügelöse fürs Zweibein. Kommen wir jetzt noch zu den Bestandsdingen, die auch weiter bleiben, weil sie sich bewährt haben. Weil ich gebe euch auch immer gerne, wenn ich es lange genug getestet habe, ein gewisses Feedback. Fangen wir oben an. Optik. Bleiben wir auf jeden Fall beim Carless Helia CSX 3-12x56. Da habe ich bis dato noch nichts zum Ändern gesehen. Für die Drückhärt das 1-5x24i von Carless. Auch das hat sich bewährt mit der unteren Stufe habe ich fast das Sichtfeld wie von einem Reflexvisier. Ich kann gerade bei unseren hängigen Geländen, wenn es weiter ist, aber auch einfach hochschieben. Was hier noch dazu gekommen ist, das ist hier dieser Throw-Lever. Der wird einfach über den Stellring hinten gezogen, wird dann hier festgeschraubt und in dem Moment hast du hier diese abstehende Nase. Das lässt dich einfach, gerade wenn es schnell gehen muss, viel besser greifen. Auch jetzt im Winter, wir haben gerade auch um die 0 Grad nur auf den Drückjachten, die 4 Wochen jetzt her sind. Ende der Saison hatten wir stellenweise -5, -6, -7 mit Handschuhen. Ist das hier ein tausendfach
schöneres Greifgefühl und man hat auch viel besser Kontrolle, wie wenn man das mit bloßen Fingern machen müsste. Last but not least habe ich letztes Jahr mal was montiert. Einfach mal, um zu gucken, ob es klappt. Das ist ein Carles 624, K624i. Wir haben eine Vergrößerung von 6 bis 24 mit einem 56er Durchmesser. Wir haben Turbots verbaut. Wir haben einen Parallaxe-Ausgleich. Das ist eigentlich was, ich würde behaupten, für ausschließlich militärische Zwecke oder irgendwelche Hardcore-Long-Range-Shooter. Ich habe es einfach mal montiert, um zu gucken, ob mir so eine große Vergrößerung im Revier wirklich was bringt. Ich schieße auch auf Distanzen von 150 Metern eigentlich immer nur mit einer achtfachen Vergrößerung. Weil man muss sich halt immer wieder vor Augen halten, jeder Herzschlag, jedes Atmen wird, wenn ich in so große Zoomstufen gehe, halt doppelt und dreifach vom Absehen wiedergegeben. Die Intention hierhinter war, ihr kennt das Revier ja jetzt schon ein bisschen aus den letzten Videos der letzten 3-4 Jahre, dass wir sehr viel Feldfläche und sehr große Distanzen haben. Der Vorteil hierbei ist einfach, ich kann auf 6x56 komplett normal jagen und habe den Vorteil, dass ich hier hinten mit einer Drehung, falsche Richtung, bupp, auf einer 24. tatsächlichen Vergrößerung bin. Nichts Digitales, wie jetzt zum Beispiel beim Camcorder, mit dem ich mir sonst immer geholfen habe, ist gerade beim Ansprechen von Rehwild, explizit von Böcken, eine super Sache. Weil eine 24-fache Vergrößerung ist nun mal eine 24-fache Vergrößerung, die man immer dabei hat. Ich brauche kein extra Spektiv zum Beispiel. Gerade ich mit dem ganzen Kamerakram, ich schleppe eh schon immer so viel Gerödel auf den Sitz. Wenn ich dann noch ein Spektiv, am besten noch mit einem Dreibein alles dabei hätte, das wird den Rahmen sprengen. Das war der Grund dahinter. Ich habe es probiert. Es hat geklappt, wird aber hier von der Helix, denke ich, Auszug halten und wird im Frühjahr auf eine weitere Büchse kommen, die für das Thema weites Schießen wahrscheinlich etwas besser geeignet sein wird. Montiert sind alle Gläser mit der Dentler-Montage. Hierzu habe ich auch schon ein Video explizit zu der Dentler-Montage gemacht. Kann ich euch mal oben verlinken, wer in dem Thema noch nicht so firm ist. Auch hier sehe ich absolut keinen Grund, hier irgendwas zu ändern. Die Montage der Basis auf der Waffe ist kinderleicht, kann man theoretisch auch zu Hause machen. Die Montage an die Gläser ist auch kinderleicht, kann man theoretisch auch zu Hause machen. Es ist stabil und es wirkt. Und für mich ist jetzt hier die Aufbauhöhe, wenn man sich das so betrachtet, jetzt auch nichts. Also ihr seht das auch hier vom Glas. Wir hätten vorne überhaupt nicht mehr so die Möglichkeit, noch tiefer zu gehen. Also für mich, es ist grundsolide, es ist preislich absolut im Rahmen. Für das, was es leistet, das Montagesystem, ist das nach wie vor das Nonplusultra. Ich habe es gerade schon mal gesagt, im Frühjahr kommt eine neue Büchse. Hier werden wir auch das Dentler-System verbauen. Allerdings kommt auf die andere Büchse dann die Vario-Schiene, dass wir da dann wirklich nochmal den Test machen können mit meinen eigenen Waffen, mit dem Umbau zweier Waffen von der Basisschiene auf die variable Schiene, dass wir dann später wirklich an dem Punkt sind, dass wir sagen können, wir können zum Beispiel unser 624i auf der Helix schießen und auf der neuen Büchse schießen, ohne was am Glas umändern zu müssen, weil in dem Fall die Montage der zweiten Waffe auf das Glas eingeschossen wird. Munitionstechnisch nach wie vor RWS Hit. Das klappt super gut. Ist jetzt schon vielfach auch für euch in Videos dokumentiert, die Wirkungsweise. Es liegt fast alles im Knall. Wir haben, wenn mal ein Stück noch 10-15 Meter Todesflucht macht, ausreichend Pirschzeichen. Da gibt es für mich absolut keinen Grund zu wechseln. Und auch, obwohl es bleifrei ist. Man hört hier leider immer noch gerade im Netz viele, viele Horrorgeschichten über bleifreie Munition. Kann euch da, wie gesagt, aus Erfahrung sagen, das lübt. Ja, und die einzige kleine Änderung, die es dann noch gab, ist hier. Ich habe die ganze Zeit nur 5 Schussmagazine gehabt und habe die auch vom Ansitz geführt. Das Problem war jetzt, dass wir neue Sitze gebaut haben mit ein bisschen größeren Fensterbrettern innen liegen, dass man besser auflegen kann. Und je nachdem, in welchem Winkel ich dann schießen will, hat mich das 5-Schuss-Magazin gestört, weil ich vorne keinen Auflagepunkt für den Schaft bekommen habe, sondern ich habe immer hinten auf dem Magazin aufgesetzt. Heißt, ich hätte beim Schießen auf dem Magazin aufgebockt sein müssen oder hätte vorne dick unterbauen müssen. Aus dem Grund gab es noch ein 3-Schuss-Magazin, die hatte ich auf dem Ansitz sowieso nie voll, weil wir jetzt hier, wenn das eingeklickt ist, wupp, hier unten eine glatte Fläche haben und können dann halt auch gerade, können auf einem Sitz, bei dem wir jetzt eine größere Ablagefläche haben, viel besser agieren und uns an die Winkel anpassen. Last but not least in unserer wir gehen von oben nach unten Geschichte ist noch der Riemenbügel. Hier ist nach wie vor, ich mache ihn gerade mal ab, dann können wir uns besser angucken, der taktische Trageriemen von
Keiler Gear bzw. MD Textil verbaut. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine robuste Lederoberfläche. Wir haben hier unten eine gummierte Unterseite, dass nichts rutscht. Und der Trick bei der ganzen Nummer hier ist, dass wir hier diese Schnalle haben. Also wir können mit der Schnalle hier die Länge des Riemens variieren. Auf lang, ich ziehe ihn auf oder ab. Auf kurz, ich ziehe ihn mir ganz bei, dass die Waffe gerade beim Pirschen oder sowas nicht so sehr auf dem Buckel rum wackelt. Ja, das war der aktuelle Überblick über die neuesten Änderungen an diesem System. Abschließend bleibt eigentlich auch immer nur wieder zu sagen, wie nach jedem Helix-Video, es klappt immer noch. Weil gerade bei dem Thema Helix, da gibt es auch nach wie vor noch so ein paar Spezialisten in diversen Foren und gerade Facebook-Gruppen. Die haben so einen Koffer wahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt. Die haben aber irgendwann am Stammtisch mal was gehört und da wird sich das Maul zerrissen. Ich habe gerade noch geschaut, bei Instagram im Post im April 2016 habe ich die Büchse gekriegt. Es sind jetzt fast 5 Jahre und in diesen 5 Jahren gab es kein einziges Problem. Also von diesem, die streut wie eine Gießkanne, kann ich nicht bestätigen. Es ist nach dem Laufwechsel nicht wiederholgenau, kann ich nicht bestätigen. Das System arbeitet nicht korrekt. Es gibt Klemmer, es gibt Hänger, es repetiert nicht richtig raus. Hülsen bleiben im Lauf stecken. Es sind alles so Märchengeschichten, die da draußen immer verzapft werden. Was heißt immer? Liest man öfters mal. Kann ich euch so mit meiner Vita, mit meiner Geschichte, mit dieser Waffe bis dato nichts von erzählen, weil passiert einfach nicht. Ja, in diesem Sinne haben wir jetzt, glaube ich, auch, Marius nickt schon, genug gesabbelt. Wir sind am anderen gekommen. Es gilt wie immer, wem es gefallen hat, denkt dran, ein Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage Horrido und Weidmannsheil.